In diesem Herbst ist eine weiße Krähe aufgetaucht. Sie fliegt immer ein Stück hinter den anderen und lässt sich allein auf einem Baum nieder, den ihre Gefährten meiden. Ich kann nicht verstehen, warum die anderen Krähen sie nicht mögen. Für mich ist sie ein besonders schöner Vogel. Aber für ihre Artgenossen bleibt sie abscheulich. Ein trauriges Unding, das es nicht geben dürfte. Eine weiße Krähe. Sie bleibt sitzen, bis der große Schwarm abgeflogen ist. Und dann bringe ich ihr ein wenig Futter. Sie kann nicht wissen, warum sie ausgestoßen ist. Sie kennt kein anderes Leben. Immer wird sie ausgestoßen sein. Und so allein, dass sie den Menschen weniger fürchtet als ihre schwarzen Brüder. Jeden Tag warte ich auf die weiße Krähe und locke sie. Und sie betrachtet mich aufmerksam aus ihren rötlichen Augen. Ich kann sehr wenig für sie tun. Meine Abfälle verlängern vielleicht ein Leben, das nicht verlängert werden sollte. Aber ich will, dass die weiße Krähe lebt. Und manchmal träume ich davon, dass es im Wald noch eine zweite gibt und die beiden einander finden werden. Ich glaube nicht daran. Ich wünsche es mir nur sehr.